In Burghausen trifft Geschichte auf junge Spitzenwissenschaftler von heute. An diesem Wochenende sind die Mitglieder der International Graduate School of Science and Engineering der Technischen Universität München in Burghausen unterwegs, um Antworten zu suchen. Diesmal nicht in der Wissenschaft, sondern im Bereich Teambuilding und Networking. Denn genau darum geht es in der ICSE, der Graduiertenschule der TU in München. Brücken zu bauen zu Forschern anderer Disziplinen und gemeinsam zu neuen Ergebnissen zu kommen. Allein durch diese Teambildung war es eben möglich, dass man so aus verschiedenen Gruppen Leute zusammen hat. Ich glaube, es tut schon ganz gut, sich untereinander auch mal anders kennenzulernen als nur im Forschungsalltag. Und der geht am nächsten Tag weiter, in dem 800 Jahre alten Gemäuer des nahegelegenen Klosters Reiten-Haslach. Die Forscher arbeiten an hochaktuellen Themen, bei denen Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften zum Nutzen unserer Gesellschaft Lösungen entwickeln sollen. Die ICSE konzentriert sich hierbei auf vier Schwerpunkte: Computational Engineering, Geodäsie, Energie- und Umwelttechnik, Nanotechnologie und neue Werkstoffe sowie Biotechnologie und Medizintechnik. In vier Workshops stellen die Projektteams ihre Arbeitsergebnisse vor. Zum Beispiel die Chemikerin Monika López-García. Wir wollen Knochenimplantate mit unseren Peptiden beschichten, um die Einwachsung der Knochen zu verbessern. Entzündungen oder falsches Einwachsen treten immer wieder als Komplikationen bei Implantaten auf. Die Integrine und Peptide sorgen dafür, dass die Implantate von den Osteoblasten, den Knochenzellen, erkannt werden. Damit soll das Einwachsen deutlich verbessert werden. Interdisziplinärer Austausch ist für die Arbeit von Monika López-García eine Grundvoraussetzung. Das finde ich ganz wichtig, weil dann hat man eine allgemeine Bildung, nicht nur in Chemie, aber auch so Naturwissenschaft allgemein. Also ich fand das sehr schön. Im Musikzimmer des Klosters schwingen normalerweise die leisen Töne. Heute geht es um die rasante Entwicklung der immer größer werdenden Datenmengen, ihre Erfassung und Auswertung. Dr. Carsten Trinitis leitet zwei Projektteams, in denen Medizin und Ingenieurwissenschaften zusammentreffen. Eigentlich bin ich Elektrotechniker, habe aber schon Fachrichtung Datenverarbeitung studiert und bin jetzt quasi an der Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und der Informatik. Über viele Schnittstellen hinweg arbeiten die Forscher in der ICSE zusammen. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Frage, welches mechanische Verhalten Zellen haben. Ein tieferes Verständnis kann hier nur mittels der engen Zusammenarbeit von Zellbiologen, Biophysikern und Maschinenbauern gewonnen werden. So können aus den Forschungsergebnissen Ideen für neue Therapieformen entwickelt werden. Das geht nur in enger Zusammenarbeit zwischen Naturwissenschaftlern und Ingenieuren. Die ICSE schafft den Raum, wissenschaftliche Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln. Wie sieht die Zukunft der Menschheit am Ende der Ära unserer fossilen Brennstoffe aus? Ist unser Energiebedarf langfristig zu sichern? Antworten dazu können nicht mehr einseitig von einer Disziplin gegeben werden. Öffentliche Gebäude verursachen inzwischen einen Großteil der Energiekosten. Diplom-Ingenieurin Petra Liedl will ganzheitliche Energiekonzepte entwickeln. Gerade bei der Ganzheitlichkeit ist es wichtig, ich kann nicht nur von der Architekturseite kommen, ich brauche die anderen Disziplinen dazu, die wirklich zusammenarbeiten, denn nur dann können Synergieeffekte entstehen. Und wenn ich das von Anfang an berücksichtige, dann können gute Lösungen rauskommen. Denn eines ist sicher, nur gemeinsam können wir Wege finden, um den Energiebedarf weltweit signifikant zu senken. Ich finde es ganz toll, dass wir immer hier in Burghausen sind. Man spürt wirklich die Atmosphäre von diesen alten Gemäuern mit dem Geist der Zukunft. Also ich bin gerne hier, weil ich das ja auch schon dabei. Und es ist einfach immer wieder schön, wirklich Leute von anderen Disziplinen kennenzulernen, einen Austausch zu haben, auch miteinander ein Glas Wein zu trinken. Das gehört alles zusammen. Zukunftsweisende Antworten auf vielschichtige Fragen zu finden, daran arbeiten die Wissenschaftler der International Graduate School of Science and Engineering. Und zwar gemeinsam. Musik